damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen kleinen Rust-Abenteuer. Ich spiele heute im Trio mit Cookie und Eevee. Ich habe mega Bock und freue mich auf einen geilen Vibe. Der Server ist noch gar nicht so alt, deswegen hoffe ich einfach auf geile Plays, auf richtig Action und ja, ich will gar nicht lang rummachen. Let's fucking go. Für alle, die es noch nicht wissen, Freunde, ich streame mittlerweile auf Twitch. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Also wer Bock hat, mich mal live zu sehen oder live mit dabei zu sein, wenn wir ein paar geile Plays machen, gerne auf den Link und einfach mal abchecken, Freunde. Sonst, ich habe festgestellt, dass viele von euch, die sich diese Videos angucken, den Channel nicht abonniert haben. Freunde, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, denkt daran, einfach mal auf den Abo-Hammer klatschen und natürlich den Like-Hammer smashen. So, jetzt aber lang genug rumgeredet, wir gehen rein in die Action. Und jetzt auch noch ein Hallöchen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Und natürlich ein gesundes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und hattet einige Tage mit der Familie. Ich meinerseits auch. Ich hatte eine schöne Woche. Aber jetzt wieder back in Rust. Nachdem wir also auf den Server gejoint sind, traf ich mich mit Eevee und Cookie. Und wir hatten einen Plan. Large Oil sollte das Ziel sein. Wir hatten uns eine gute Ecke zum Bauen ausgesucht und hatten dort auch wirklich gute Monumente, um schnell an die Karten zu kommen und Large Oil zu ballern. Nachdem ich mich also mit Eevee traf und Cookie etwas später dazu kam, ging es jetzt darum, den Bauspot zu securen. War das sehr ruhig, das nutzen wir jetzt mal aus. Hast du noch was zum Bauen? Komm auf, ja. Ich hab 4000 Steine. Ja, bist du das? Ich hab nichts zum Bauen. Ich kann ihn nicht töten. I get chased by Bo. I get chased by Bo, man. Relax. I get chased by him. No. Relax. I just want to see your name. We are living. Are you new on the server? I haven't seen you before. Are you new? Yes or no? Go f- nee, hab ich. Die kommen jetzt. Ich hab verloren. Die werden mich jetzt holen. Ja, ich war schon geholt jetzt. GG. Ich hab ihn. Weil ich einfach besser bin. Einfach besser, Eevee. Jetzt rein. Schmeiß den Stein einfach am Boden. Ich hab nicht lange Zeit. Kannst du ihn fertig looten? Ich konnte nicht, leider. Kommen die wieder? Gib mir mal Deckung. Kann ich upgraden. Warum auch immer. Craft mal eine Single Door, wenn du kannst. Da müssen wir schon Holz holen. Nachdem wir also nach dem kleinen Schlamützel endlich unseren Bauspot safen konnten, ging es jetzt an die Basics. Wir machten ein paar Farmruns, ich fand sogar noch einen Revy. Und nachdem Cookie auch den Bauspot erreicht hatte, wurde es endlich Zeit für unsere erste wirkliche Gun. Was war's für euch, die Holzfarm? Nee, ich hab du kannst ja mitkommen, ich kann dir meinen Bogen geben. Ja, innen lag doch noch einer, den was ich hatte. Ja, wie ist noch einer? Hier. Wow! Komm mal. Nehm mir! Ja, Eevee, nimm den. Nellis, bist du nicht? Da ist noch einer. Vor uns. Ja. Hazy, ich glaube, der hat Waffe. Rein. Hab ihn Headshot, Crossy! Nice, dann doch pushen. Gönnt spritzen. Den könnten wir tryen. Ja. Ist von dir, über dir jetzt. Custom. Er ist noch hit. Ich hab ihn hit. Ich hatte ihn auch hit. Er ist dead, Eevee. Heil Sven. Ja. Happy Five, nicht Custom.
Oh, okay. Oh, Gegner, Gegner auf 210 von hinten. Lass sie nach, lass sie nach. Ich sehe ihn, komm, lass das schnell die Pumpe. Da ist ein hier. Schau hier, hier. Ja, ich habe einen, alles gut. Das ist ein Hesi. Ja, der dort AFK chillt, ja. AFK chillt? Ja, der bewegt sich gar nicht. Dann hol ich ihn. Ach so. Vielleicht hat er was, keine Ahnung. Ein Stack, zwei Spritzen, Hesi. Achtung, vor dir. Kokot. Das ist sehr gut. Das ist genau das, was wir gebraucht haben, Jungs. So. Ich versuche jetzt mal nochmal ein Ding zu holen. Rupert. Alles da hab's, ey. Er ist so low. Ich hab 1 AP. Ich werde ausbluten. Ich bin ausgeblutet. Er ist so low. Oh Mann. Oh nein, nein, zwei Mann, zwei Mann. Komm mal, Haze. Ich hab ihn dreimal erhebt. Und mein scheiß Body. Mein Body? Was? Ich muss das genau wieder holen. Essie? Wo? Ist hier vor mir? Und wo? Mein Headshot? Er ist zu one. Hab ihn. Schön, schön, ja. Schön. Looten und weg. Ganz wichtig. Scheiß auf meine Revy, lauf einfach. Was ist deine Tommy? Oh, die sind zu zweit! Fuck, ich bin Headshot. Ah, die kamen zu zweit. Ich weiß nicht, dieser Revy ist einfach beschissen. Vorne in der Base. Ja, ja. Kannst du ihn holen? Ich kann ihn nicht treffen, keine Ahnung, hab ihn. Er hat den P2. Geil. Bring die rein. Ah, oh, wir werden abgehängt, oben vom Back. Zurück. Ist hier oben? Ja. Ich hab einen Hit, ich verloren. Ah, ich bin dead. Loot meinen Scheiß einfach noch rein, genau. Sind der mit der Star? Den hätte ich gern. Der oben? War das? Ja. Immer noch? Schlimm, Sam. Schlimm, die Stand, dass er weg ist. Ich meine, die wissen eh schon, wo wir wohnen. Ich glaube, ich probiere es mit der Tommy. Scheiß drauf. Ich riskiere es. Aber die leben beide noch. Ich weiß. Aber der eine hat, glaube ich, nur eine Piste, der andere ist Sam. Ich bin ein Shot, ich bin dead, sorry. Da oben ist tot. Unten sind zwei. Ich weiß, wo er war. Ich bin bloß weitergelaufen. Ja. Er ist direkt bei mir. Ja, ich weiß. Also. Er ist bei mir. Andere auch dead. Let's go. Ich habe 80 Sekunden. Hab Saar. Zweites Roadside Kit. DB. Ja, ich hab noch ein Revy. B2. Hab noch ein paar Kits. Ey, ich muss das looten gehen. Ja, geh schnell rein. Jetzt werden wir safe geradet. Ja. Ich dachte mir auch gerade vor 20 Sekunden oder so. Der auch nicht. Jetzt habe ich wieder meine Karte verloren. Bin ich schlecht. Amen. Schluss hier. Beide. Hau ab.
für eine DB. Ich glaube, die schießen die Holztür ein, kann das sein? Das ist eine Base mit einer Holztür. Ja, die Dora in die. Da ist ein oben drauf. Drei Mann. Und das glaube ich, was das machen. Wo bist du? Boah, ich bin Headshot, Insta. Okay. Das sieht alles, keine Ahnung. Ich hab kein Heal, das ist scheiße. Ja, wenn du nochmal schießt, gehe ich auf den Berg hoch. Die pushen mich, glaube ich. Versuch hoch zu schleichen. Ja, komm, ja, ey, rechts hier. Einer dead. Mau hoch. Full dead. Einer ist hier unten. Boah, ich bin direkt Headshot. Ja, spritzen, Gott sei Dank. Ich heal kurz auf. Ich hab ihn dreimal Hit. Ich hab ihn dreimal Hit, die Tommy unten. Hab ihn. Unten. Hab ihn, er ist dead, ist dead. Okay, ich komm, das sind die Nachbarn. Boah, war das eng. Buh. Komm, naked, pass auf. Ja, ich geh grad zu seinem Loot. Ja, Tommy DB. Ja, ich gehe nach Hause. Ich habe 4 Waffen oder so im Impf. Und damit beendeten wir Tag 1. Cookie war eh schon vor einiger Zeit aufgegangen. Und Evie und ich wurden auch langsam müde. Also verstärkten wir noch etwas die Base und wollten so Tag 1 beenden. Bevor ich allerdings jetzt mit Tag 2 starte, möchte ich gerne nochmal einen Rollback machen. Denn es ist doch viel passiert. Und damit ihr der Story folgen könnt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, nochmal die Geschehnisse zusammenzufassen. Erstens, wir jointen auf den Server und fanden einen Building-Spot near Ulrich. Das war der Gameplan. Wir wollten eigentlich dauerhaft Ulrich taken. Jedoch war das schwerer wie gedacht, denn wir kamen weder an Blue noch an Red Card ran. Das war wirklich, wirklich schwer, denn jedes Mal wurden wir abgefangen oder in irgendwelche PvP-Situationen gezogen. Somit mussten wir unsere Cardruns abbrechen und wieder zurück zur Base gehen. Zweitens, wir haben gegen verschiedene Teams gekämpft, aus unterschiedlichen Gruppierungen. Jedoch ist uns ein Name immer wieder ins Auge gefallen. Woman Beater. Ja, das war der Typ, der sich gleich am Anfang ranschlich und hier einen auch freundlich machte, um uns dann doch abzuziehen. Drittens, wir konnten auf jeden Fall guten Progress machen. Wir hatten einige Kids durch die PvP-Situation zusammengetragen und wir spielten an dem Abend vielleicht noch 2-3 Stunden. Das war wirklich sehr gut. Wir hatten mehrere Rhodes and Kids, Tommy, Sars und die wichtigsten Sachen researched, damit wir das auf jeden Fall safe haben. Und das war's mit der Zusammenfassung und wir beenden somit Tag 1. Naja, nicht ganz. Evie und ich legten uns ins Bett, als plötzlich das Geräusch kam, das jeder Rustplayer fürchtet. Thank you.
Oh Mann. Unglücklicher hätte das Ganze nicht laufen können. Ich kam zwar noch rechtzeitig online, allerdings konnte ich in dem Moment nicht mehr viel machen. Zudem bahnte sich der Router Reconnect an. Ein Moment, in dem der Router sich neu mit dem Internet verbindet. Einmal am Tag. Scheiße. Den hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick. Da ist over. Plötzlich wurde alles schwarz. An dem Zeitpunkt dachten wir, es ist alles over. Evie machte nicht mal mehr ihren Rechner an, beziehungsweise machte ihn direkt wieder aus. Ich wartete den Reconnect ab und wollte dann eigentlich gucken, ob noch irgendwas zu retten ist. Despawnen, mein Freund. Just despawn, ist okay. Despawnen! Evie, komm online, komm online. Hab Base-Kontrolle. Hab Base-Kontrolle. Ich hatte die Base-Kontrolle wieder. Also, fast. Den Eingang kontrollierten immer noch meine Raider. Ich hatte allerdings den TC stehen. Der obere Eingang war gesealed. Allerdings sollte ich den Jungs mal beweisen, dass es nicht ganz so einfach ist, uns aufs Korn zu nehmen. Wo ist sie, Bro? Akil Hasmat, Akil Hasmat. Okay. Evie, komm einfach, so schnell du kannst. Und farm am besten Holzfeuer noch. Und komm, geh rein. Oh yes, yes. Yes! Ich hatte die Base-Kontrolle zurück. Nach einigem Hin und Her konnten wir die Base vollständig sealen und unseren Loot safen. Womanbeater hebt es sogar mit Kokos auf. Was eigentlich gegen die Regeln gewesen wäre. Aber da wir gewonnen haben, haben wir das einfach mal so stehen lassen. Nachdem wir also die Base wieder etwas secured hatten, wollten wir dann auch endlich ins Bett. Weil es war wirklich verdammt spät oder früher Morgen. Je nachdem, wie man es betrachtet. Das Ganze war allerdings nicht von Dauer. Denn am nächsten Tag erreichte uns folgende Nachricht. Tag 2. Und wir waren voller Euphorie. Obwohl wir geradet wurden. Ja, denn wir wollten eins. Rache. Rache an Womanbeater. Das war das Ziel für den White. Also gingen wir direkt rein. Ein neuer Bauspot musste her. Wir wollten in der Nähe bleiben. Du dann kommst. Und wir hatten ja immer noch die Prints, die ich Gott sei Dank am vorherigen Tag gesearched hatte.
Ivy war schon etwas früher online und begann mit einer Starter gleich neben Dome. Das sollte uns die nötigen Components liefern. Und nachdem wir am ersten Tag so einen schnellen Progress hatten, hoffen wir dies heute wieder erleben zu können. Aber erstmal wieder back to the basics. Wir brauchten eine 2er Workbench, also stand Farmen auf dem Programm. Wir liefen einige Straßen ab, looteten Dome, hatten hier und da ein bisschen PvP und konnten somit ziemlich schnell unsere 2er Workbench zusammenbekommen. Jetzt wurde es allerdings Zeit, mal wieder an die erste Gun zu kommen. Ich geh Dome. Geht gerade einer hoch auf Dome. Hat auch keine Waffe und rennt einfach hoch, was noch. Oder da ist jetzt eine mit der Revy. Revy dead? Nein. Revy ist runtergekommen. Oh, it's you again. Ian. Du bist deine Revy ist runtergefallen. Ja, ich renn heim. Komm auf. Er müsste unten sein. Da ist der andere. Wie fällt sein Body runter? Der packt. Komm, jetzt kann man den nicht looten, oder was? Ich such den Revy, er ist hier oben gestorben. Dann ist der Revy runter, aber der kann überall hingeflogen sein, ne? Da kommen sie wieder, Hessi. 130 SE. Ja. Ich stehe richtig beschissen. Er wieder? Nee, nee, er kommt, er pusht. Er hat mich hit. Revy. Hab ihn hit. Ich auch. Der ist low. Treff ihn nicht. Weil einfach der Beste ist. Nochmal Hit. Nochmal Hit. Da. Hab ihn nochmal Hit. Yes. Give it to me, my friend. Rossi, the Snowman. Er ist nochmal da. Gib mir mal die Sarah. Bring die Sarah raus. Mundi, die ist in irgendeiner Kiste. Loot. Ich glaube, der ist unten vom Ding. Ein Hit. Wo ist der Kugeltank drin? Nein, unten bei Dome. Hier? Ja, ich sehe. Ich treffe ihn nicht. War schlecht gespielt von mir. Der Krieg, oder? Nein, das bin ich. Er schießt auf mich. Ich werde verlieren, weil ich nicht treffe, weil ich einfach scheiße gerade bin. Wenn nochmal Hit? Ich wollte näher hin, aber ich treffe ihn halt einfach nicht. Nur zwei Magazine. Ja, ich pushe ihn nicht mit der Sau. Hab ihn Hit. Nochmal Hit. Headshot dead. Ach, GG. Ich wollte ihn umlaufen, ich dachte, es wäre Kugel. Oh Gott. Gott sei Dank hat er so gewiftet. Wäre fast mein Ende gewesen. Tommy. Rusty the Snowman schon wieder. Rusty the Snowman. Schon bei Dom drin? Ha? Ist schon bei Dom? Bin schon drauf, ja. Oh, jetzt wird's eh schon wieder dunkel. War ja nicht so der Brüller hier. Krieg Besuch. Ja. Tommy Guy.
fuck, kurwa. Co kiemper na to? Co miał? Tommy? Er hat nicht einmal geschossen, er wusste nicht, wo ich bin. Ich habe durch so einen kleinen Schlitz habe ich ihn abgeschossen. Echt? Mann, was soll ich tun? Ich sehe, dass er mit einer Tommy hochkommt. Meinst du, ich gehe jetzt direkt vorhin oder was? Yes. Und challenge ihn. Yes. Nachdem wir also die Basics erledigt hatten, einige Guns wieder gesaved hatten und ich Garagentore tech-treate, wurde es Zeit, mit Waffen zu roamen. Die Crate kam auf Airfield und die wollten wir uns auf jeden Fall einverleiben. Denn um unseren Racheplan durchzuführen, fehlten uns noch einige Dinge. Die 3er Workbench, Rockets, Explosives, eventuell C4 und natürlich der Rocket Launcher. Diese Liste gilt es abzuarbeiten und die Crate könnte uns davon schon ein großes Stück liefern. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Da kommen nochmal zwei. Vorne. Ja. Flacken. Ich hab dich geschossen. Kannst du schießen mit dem Ravi? Kannst du schießen. Zwischen uns ist einer. Mit Schneehälse. Ja. Hier drin, oder? Komm lieber nochmal mit Hessi oder so. Mann. Kriegst du nicht tot? Dieser Tommy ist bei mir, sprayt in alle Himmelsrichtungen. Meiner ist noch. Ja, da sind sie drin. Du kannst zu deinem Kit laufen, wenn du mich beeilst. Die sind so auf mich fokussiert. Hast du die Saar? Nee. Ich gesaut. Ja, wow. Ja, ich glaube, die haben es gelootet. Einer full dead. Ab die Tommy. Sehr gut, pass auf, da ist noch einer drin im Stromkasten. Da hinten kommt noch einer. Hab einen. Dann wird der andere ist low, der andere ist low. Er ist bei diesem komischen Rondell, bei diesen Reihe, kein Kabelrollen. Hab ihn dead. Okay, du kannst den looten, wir müssen los, da kommen gleich noch Star-Typis. Hier war noch mal ein paar mehr, ne? Und irgendwo war noch eine Star, musst aufpassen. Ja, von hinten, ich hab's gehört. Er wurde gelootet. Warst du bei dem? Nee. Da ist ein Kollege oder hä? So, hä? Das geht doch gar nicht. Ich konnte gelootet werden. Hä? Von ihm, Marvin. Ich wollte gerade sagen, pass auf nicht, dass einer rumschleicht. Ich hab die anderen P2s noch nicht gefunden. Eine. Oh! Ivi! Er ist bei mir an der Leiche! Er hat meine Tommy! Hab ihn. Schön. Wo bist du? Ich bin tot. Kommst du? Ja, ich hab hier ein Bag, aber ich komm nicht rein. Schnapp dir einfach die Waffen und geh. Scheiß drauf. Ich hab ein Häsi, ich hab ein Häsi und so. Ich könnte ihn dir einfach. Ja, wir müssen jetzt dann gehen. Wir sind viel zu lang dort. Nein! Willst du mich verarschen? Wo kam der jetzt her, Mann? Ein kleiner Rückschlag. Kurz darauf kam Cookie on und dann gingen wir zu dritt roamen. Das sollte um einiges besser funktionieren. Boah, ich bin dead. Am Daumen. Ult. Pumpgun. Luck. Ach so. Ja, ich komme. Vor mir läuft gekittet. Full Kit. Zwei Mann kommen. Ja, ich seh ihn. Drei Mann. Drei Mann zu Kugel. Drei Full Kits, ja.
einer dead. Kommt nach Hause, kommt nach Hause. Ja. Ich komm nicht. Ey, es fühlt sich nicht pump. Willst du mich verarschen? Das sieht mich nicht. Nein. Fickt sie mit euren Waffen. Einer hat mich. Einer ist full dead. Wie viele sind da? Drei. Einer ist full dead. Noch zwei. Ich hol die Spaß von zu Hause. Die sind rechts hier auf der Säule. Zwei grüne Full Kids. Ich bin dead. Der letzte rechts von dir. Hab noch einen. Einer ist bei mir, glaube ich. Ja, bei mir. Letzte mit Tommy. Nee, Slug. Er lootet meine Leiche, glaube ich. Hab ihn, einer dead. Nice, ich renne. Die sind voll. Ja. Nein. Spring! Warst du das? Oh, die sind voll mit allem, ja. Ich habe nur gefinisht. Oh, renn doch schneller. Die Wege sind Spaß unterwegs. Hier sind richtig viele Leute. Also hier ist alles. Ich komme. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Das ist mir jetzt auch noch nie begegnet. Kommt, ich glaub, bring schon mal heim. Ich seh keinen, der hinläuft oder so. Die sind voll, auch mit lauter Stuff. Und sehr gut equipped. Wie man raiden? Oder wollten raiden? War kein eine Satchel dabei. Keine Ahnung. Lootet alle, aber die anderen sind auch die ganzen Bodies voll. Ich hab, glaube ich, die meisten Sachen, aber. Ja, vor mir. Waffenlicht dead. Oh, bin dead. Rechts ist er. Ja, hab ihn gesehen. Hab ihn headshot dead. Nice, hab ich halt, Sven. Jackie, der eine hat auch ein grünes Full Kit. Und 3000. Meiner hat ist voll mit Farm. Ja, aber meiner auch, der hat Sulfur. Meine und Metall. Er war mit Jackie unterwegs. Ja, wir müssen die bauen. Ja. Ich glaube, die Ofenbase dort vorne gehört denen. Ja, hier sind die Leichen. Ja, das sind die gleichen von vorhin mit den grünen Kids, Leute. Ja, hier sind die Leichen, die sie gesucht haben. Da lag was Gutes. Zu dritt konnten wir uns ziemlich schnell viele Kids wieder aneignen. Allerdings brachte uns das keinen Schritt weiter zu unserem Endziel. Womanbeater zu raiden. Uns fehlten immer noch Tier 3. Sowie alle Equipments. Das einzige, was wir hatten, war Farm. Zwar nicht die Welt, aber etwas. Deswegen beschlossen wir, auf Ulrich zu gehen. Denn auf Ulrich hofften wir auf Explosives oder irgendwas, was wir für unseren Raid brauchen können. Als wir uns gerade fertig machten, hörten wir jedoch etwas anderes in der Entfernung. Oh, die haben ihn ganz da vorne gemacht. Die haben ihn vom Hügel aus gemacht. Ich sehe niemanden, der sich gerade bewegt. Hä, von wo haben die? Ich bin jetzt auf dem Hügel. Ah, ich sehe dich, du bist links von mir. Ja. Hä? Ich raff's nicht. Sitzen die da auf dem Turm irgendwo? Bradley brennt noch. Ja, wir sind jetzt bei Bradley, aber da ist niemand. Ich glaube bei diesem Teleskopturm. Direkt neben Bradley. Mhm. Neben mir. Einer dead. Schneehäsi war da. Ja. Geh gleich hin. Ich glaube, das war selber ein Counter. Ich glaube auch. Brauch sein Heal. Hä? Rocketman heißt er. Ich kann gefühlt Bradley gleich looten. Wow. Auf dem Ding. Ja, ich habe ihn mehrfach hit noch. Aber er hat mich. War direkt beim Turm? Ja, so daneben. Ich habe in der Nähe einen Bag. Also, was heißt in der Nähe? Wie muss ich laufen? Vielleicht kriegst du den. Ich glaube, es ist nur noch der. Hab ihn. Rocketwerfer auf dem Rücken gehabt. Ich gehe ihn direkt looten. Ja, schaut, das in meinem Body wäre ein Hessi. Ich ping ihn euch. Holt. Er hat Nachsichtgerät. Er ist full Kids. Ja, dann zieh an und Def, ich komme. Komm, ich glaube, ich kann da hinlaufen. Oder vielleicht kann Evie mir das bringen. Ich habe gepinkt, wo mein Kid ist. Geil, der hat kein Ding. Kein Heal.
Mein Body war heal. Ich sehe dich. Bist du das mit. Da ist einer mit einem Punkt. Musst du sein. Ja, ich bin hier. Achso. Ivy, dann lutschen halt die Bodies. Ich habe noch eine Rakete. Meine Waffe nicht halt. Ja, egal, du, ich brauche nur ein Hessi, weil ich sterbe gleich. Geh bitte zu Bradley. Hä? Geh zu Bradley. Wenn es fertig gebracht ist, dann lass alle gleich zu Sven. Ich bin der, ich komme nicht rein, ich habe 70 Strahlung, ich sterbe gleich. Scheiße, ich habe eine L9 C4. Alles gut, ich nehme... Willst du noch den Tech-Trash drin? Hab. Ich scheiße auf den Tech-Trash, Hauptsache weg. HV, Brandraketen und so. Wie viele Kisten hast du? Du hast 2 gelootet. Okay, ich habe auch. Lass weg. Nach diesem erfolgreichen Bradley-Counter konnten wir schon 2 Dinge von unserer Liste streichen. Raketenwerfer und C4. Jetzt fehlt nur noch Explosive und die Rocket, sowie die Tier 3. Nach diesem Counter musste Cookie allerdings offline, also machten ich und Evie uns an den Ausbau der Base. Wir machten einen Compound, platzierten große Öfen und platzierten einen Außen-TC. Wenn Cookie wieder da war, wollten wir definitiv auf Ulrich. Hier muss ich leider einen kleinen Cut reinmachen. Denn die Aufnahmen von Ulrich sind leider zerstört. Es hat anscheinend nicht richtig aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ich konnte sie leider nicht mehr retten. Schlussendlich ist nichts Großartiges passiert. Wir fanden allerdings eine Rocket. Und Sprengstoff hatten wir ja in den Flame Rockets. Somit hatten wir fast alle Components zusammen, um unseren Raid durchzuführen. Die einzige Sache, die noch fehlte, war die Tier 3. Aber nach einem großen Recycle Run war auch das ohne Probleme möglich. Wir wussten, wir haben weder genug Farm, noch könnten wir diesen Raid heute durchziehen. Deswegen ging Cookie offline. Ich machte mich noch ein bisschen ans Farmen, genauso wie Evie. Wir mussten allerdings mit anschauen, wie unsere Nachbarbase den Heli takte. Und wir versuchten natürlich zu countern. Und der Mini? Dad, aber ihn habt den Mini. Den Body, keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist runtergefallen. Den suche ich später. Eine Klippe. Schon wieder Boom hinter uns. Ja, der andere läuft da schon. Dead? GG. Oh, ich glaube, es war Naked. Oh, einfach weiter, mach ihm Ärger. Hitten. Ich kann ihn nicht hitten. Ein Hit. Fuck. Nochmal Hit. Ja. Wir müssen nur einen Moment halten. Schau auch immer wieder deinen Rücken, ne? Ja, ja. Ich kann bloß leider nicht wallen, das war eigentlich mein Plan. Oh, bei mir Tommy. Ja, bin dead. Nicht, dass du das willst. Bist du der Schneehessi? Nein, mach den Schneehessi tot. Scheiße, ich bin dead. Wie? Kurz ruhig, kurz ruhig. Ja, bin dead. Lass Scheiße. Gleich nochmal hin. Ja, lass gleich nochmal hin. Wo warst du? Oben am Berg. Oh. Jetzt weiter links. Seh dich nicht. Weiter links. Ah, ich seh den Kid. Ich hab mich direkt bei der Bolt gekillt. Ich bin die Bolt nicht da. Ne, 2 Crates liegen noch. Gut, ne, sonst, der ist nämlich quasi durch. Ja. AK ist dort. Ecke Hit. Ja, nämlich. Ja, dippt. Ecke. Ach komm, ich habe ihn nicht gesehen. Nee, nee, die Ecke ist doch da. Ja, die läuft da oben am Berg, die läuft weg. Hey, ist sie dead? Hab AK nochmal Hit. Ja, auf. Nochmal Hit. Nachladen. Nochmal Hit, nochmal Hit. Fuck, das waren 2 Hits nochmal, Mann. Leider konnten wir die AK nicht mehr holen. Da hatte auch den ganzen Heli-Loot. Aber wir verfolgten die Spur und kamen bei einer ganz speziellen Base raus. Wie groß ist die Base? Aha. Haben die schon mehr gebaut? Mhm. Ich schwöre, ich würde am liebsten Raketencraft von oben einfach reinhalten. Ja, lass gehen. Wo ist der?
Ich hab noch mal aufs Dach geschossen, dass ich ein bisschen einkacke. Würde ich raiden wollen, weißt du? Wäre halt so einfach, weißt du? Ja, aber wir haben das Zeug nicht. Morgen. Ganz, ganz hinten am Berg. Ja, du der hast du. Ja, ich kann ja nichts tun, wie von hier aus. Egal. Andere Häsi unten im Wald, direkt unten im Wald. Unten im Wald. Hab ihn Headshot tot. Der müsste tot sein. Er ist tot? Ja, er ist. Ja, da ist noch einer. Genau, nein. Aber warte. Der andere ist hinten durch. Ja, ich muss jetzt healen. Ich brauch den sein hier. Womanbeater. Die sind uns nah. Das brachte nun neue Probleme mit sich. Wir konnten erstens den Heli-Loot nicht für uns safen. Und zweitens haben wir sie auf direktem Weg zu unserer neuen Base-Location geführt. Also ist ein Offline-Raid gar nicht unwahrscheinlich. Davor hatten wir mega Sorge. Insbesondere nachdem wir hart gedoorcampt wurden. Aber gut. Erstmal wieder um den eigenen Kram kümmern. Nachdem also die Doorcamperei vorbei war, ging ich weiter farmen. Und Evie wollte sich unbedingt die Base unseres Kontrahenten nochmal anschauen. Und machte dabei eine megamäßige Entdeckung. Der ist alleine online jetzt, okay? Der ist alleine. Und er hat Ausrufezeichen links reingemacht. Und Cargo ist draußen. Wir könnten so einen kleinen nice Door Trap da machen. Er kommt. Oh, Eric? Nee. Oh. Er kommt mit dem Boot. Das Boot ist da. Er kommt. Siehst du ihn rechts? Ja. Ich könnte ihn headshotten. Er muss schwimmen. Nein. Er croucht. Noch nicht. Jetzt? Ja, lass ihn noch ein bisschen raus. Jetzt? Du musst ihn safe headshotten. Bist du ready? Ja, bist du ready? Los. Eins, zwei, drei. Let's go. Ich loot ihn. Geh zu Base. Zu seiner Base. Oh mein Gott, er ist voll, hat mehrere AKs C4. Ja, er wird da gleich rausrennen wie ein Irrer. Ja, lauf du schon mal weg, Schatz. Dann hau ich ab mit dem Ding. Er hat Granaten geworfen. Ja, da ist nur noch Scheiße drin. Gehen. Lass nach hinten weg. Ja, komm zu mir. Er hat noch eine Ersatz-AK, zwei Bolts, MP5, zwei Maus, hier. Eine Kamera. Eins hinter uns. Wert. Lass ihn looten. Oh, rein. Komm rein. Nice. Das war big. Das war wirklich eine sehr, sehr geile Aktion. Allerdings hat sie natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Offliners gesteigert. Deswegen stashten wir vorsichtshalber mal Kits, Waffen, Munition und Rockets. Beziehungsweise alles an Raid-Equipment. Denn falls wir geoffline werden sollten, wollten wir wenigstens noch unseren Raid durchführen. Aber heute nicht mehr. Wir beenden nun Tag 2. Tag 3 und the final day. Für uns war nur noch der Raid heute drin, denn es war der Silvestertag und wir alle wollten zu unseren Families. Also versammelten wir uns nochmal um die Mittagszeit, um den letzten Raid und unsere Rache auszuführen. Okay, let's go. Ja. Eine noch. Hat nicht mehr viel. Wie du baust, ne? Okay, weiter rein. Auf die HQM in die Mitte. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, hau drauf. Easy.
Ich so, ah, fuck. Wir müssen den Shop raiden. Wir müssen den Shop raiden. Ja, ja, mach den. Nein, nimm ihn das Zeug ab. Nicht killen. Nimm ihn das Zeug einfach ab. Pass auf, hier ist eine Shorty-Trap. Lauf gut weiter. Ja, die TC ist weg. Auch dabei? Nein, wir müssen Ding schnell raiden. Warte. Nein, nein. Oh, der hat doch auch eine Rakete drauf. Ja, ist billiger. Auf die Tür? Auf die Tür, ja, wir gehen durch die Tür schnell. Ich hab genug Explo. Noch eine? Ja, ich glaube nach. ISS. Nicht gelockt. Ich hab's. Hey, von der Insel kommt gerade niemand. Sieht ruhig aus. Ist da ein Start. Warte kurz, eine FPS. Hier, sie steht. Oder? Ja. Ein bisschen höher. 1600 Scrap. Und wo ist euer Boom? Ich will den Boom sehen. Ich hoffe nicht, dass die irgendwie umlaufen oder so. Oh, Waffen. Ganz ist gut. 64. Und ja, wir haben es natürlich geschafft. Klar, ein Offliner. Für den Offliner, einen Offliner. So läuft das. Der Loot war ziemlich gut. Ich raidete zwar noch die restliche Base, allerdings gab es dort nicht mehr viel Nennenswertes zu finden. Wir sealten die komplette Base und verschlossen ihren Loot für immer, sodass sie auch im neuen Jahr hier definitiv nicht damit weiterspielen konnten. Letzten Endes hat es gut getan. Ich meine, die Truppe ist uns von Anfang an die Kehle gegangen. Vom ersten Tag an, vom ersten Moment bis hin zum Offliner nachts um 7:30 oder morgens um 7:30. Nachdem wir also den ganzen Loot transferiert hatten und die restliche Base für immer verschlossen, war es nun für uns auch Zeit, den Vibe zu beenden. Und da Silvester ist, hatten wir noch so eine ganz eigene Idee, wie wir das machen. Ja, die kommen, ich spiel, ja. Ich hab Hitmarker! Ich hab's gesehen, wer gestorben ist. Er wollte noch rein. An dieser Stelle sage ich dann auch auf Wiedersehen. Danke fürs Dabeisein und danke für ein tolles Jahr 2022. Und nochmals, ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Auf, dass die nächste Rust-Abenteuer mindestens genauso geil werden wie dieses hier. Falls euch das gefallen hat, denkt natürlich an euren Daumen. Oder hinterlasst mir ein nettes Kommentar. Denkt auch daran, ich streame mittlerweile auf Twitch. Link unten in der Videobeschreibung. Ich sag Dankeschön fürs Dabeisein und ciao, ciao.